Willkommen zu einem kleinen Review von einem Spiel, das gratis im Internet zu erhalten ist. Im Internet, auf Steam. Und ja, ich möchte mal versuchen, heute ein aufwendigeres Video zu machen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Erst einmal, was ist dieses Spiel? Es ist ein Diablo-Klon, der aber auch so ein wenig in die MMORPG-Schiene abdriftet und wird von vielen Spielern als das Diablo 3 angesehen, weil sie Diablo, das wirkliche Diablo 3 zu bunt fanden. Path of Exile ist sehr düster gehalten, aber dazu werden wir noch kommen. Zur Story. Du bist ein Gefangener, der auf einem Schiff ist und dann vom Schiff an Bord geworfen wird auf eine Insel. Am Anfang weißt du noch nicht viel, nur siehst du, dass es offenbar Zombies auf dieser Insel gibt. Nachher in der ersten Stadt wird dir erklärt, dass ein Fluch auf der Insel liegt, weswegen Tote wieder auferstehen. Du musst dich dann um die Insel kämpfen und die Story ist jetzt, ja, bisschen 0815. An einigen Stellen fand ich schon recht gut inszeniert, allerdings ist jetzt sicher nichts Weltbewegendes. Was ich dennoch recht gut finde, ist, dass parallel noch eine zweite Story erzählt wird. Also die erste ist halt recht simpel, du schlägst dich einfach über die Insel. Aber dann gibt es noch eine zweite, durch die du Aspekte aus der Vergangenheit erfährst, wie zum Beispiel ein Kriegsherr auf die Insel kam und die Insel sozusagen erobert hat und wie er dann trotzdem gescheitert ist. Und du erfährst sehr viel über die Vergangenheit und über die Bewohner der Insel und musst halt so langsam herausfinden, warum ist die Insel überhaupt verflucht? Warum erstehen die Bewohner auf? Und dabei sind einige sehr interessante Charaktere dabei. Die Grafik ist jetzt nichts Besonderes. Sie hat Mankos und dafür auch wieder Höhepunkte. Ein Manko wäre jetzt zum Beispiel ein Bach, der in die falsche Richtung fließt und solche Dinge kommen öfter vor. Es gibt kein fließendes Wasser in dem Spiel. Dafür ist wieder ein Höhepunkt. Es gibt dann gegen Ende der ersten Welt wirklich sehr interessante Orte, wie zum Beispiel eine Arena, die aus Schwertern besteht. Und diese schaut wieder sehr gut aus mit den Spiegelungen und allem. Ja. Höhepunkte und Mankos. Das Gameplay ist sehr interessant an dem Spiel, da man einen gigantischen Skillbaum hat und sehr viele Charaktere, wobei man dann sogar noch weitere Charaktere freischalten kann. Man kann generell jetzt theoretisch mit jedem Charakter jeden Skill freischalten, allerdings sind es über 100 Skills und ich glaube nicht, dass das so leicht ist. Man kann dann auch noch Zauber ausrüsten und mit diesen Zaubern, die verändern wieder einiges. Also es gibt Spieler, die nur mit Zaubern spielen und man kann halt seinen Charakter sehr individualisieren und in eine bestimmte Richtung lenken, so wie man ihn persönlich haben möchte. Das Quest-Design finde ich jetzt nicht so besonders, da es sich meistens eher um sehr trockene Quests handelt, wie, ja, mein Schiff ist gekentert, hol mir bitte die Medizinkiste, die ich unbedingt brauche. Außerdem gibt es keine Zwischensequenzen, sondern einfach nur Textfenster, die sich öffnen und dann hörst du, wie sie reden. Es gibt allerdings auch einige gute Quests, wie zum Beispiel einen Seemann, der dich bittet, seine Frau und eine bestimmte Laterne zu finden. Man weiß zwar nicht genau warum, allerdings, wenn man sie dann findet, findet man sie tot auf und wenn man ihm die Laterne bringt, versucht er dann einen zu töten, das ist recht gut inszeniert, allerdings jetzt auch keine weltbewegende Quest.